Herzlich willkommen, liebes Fernsehpublikum, zu Hause in den heimischen Wohnzimmern. Ich grüße Sie herzlich aus der Champagneria. Wir machen heute den ersten Abend live im Stream, so haben wir das genannt, um Ihnen die besten und die unterhaltsamsten Künstler unserer Stadt zu präsentieren. Und das machen wir aus folgendem Grund, weil wir eine Spendenkampagne ins Leben gerufen haben, die heißt Gemeinsam für Magdeburg. Und zwar sind alle aufgerufen, die sichere Einkommen haben in dieser Zeit, in der wir uns heute befinden, sich für all jene einzusetzen, die heute auf Einkommen verzichten müssen, weil sie ihre Geschäftstätigkeit einstellen mussten oder weil ihnen das Publikum fehlt oder weil sie keine Veranstaltungen mehr machen dürfen oder weil sie einfach ihre Bars und Cafés schließen müssen. Und für all diejenigen machen wir an 6 Abenden beste Unterhaltung und möchten so viele von Ihnen motivieren, sich finanziell zu beteiligen. In welcher Weise auch immer. Sie können das völlig selbst entscheiden, wie hoch und wie viel und wie oft Sie spenden möchten. Und den Anfang machen wir mit Jan Kubon und mit Martin Müller. Wir hätten uns niemanden Besseres vorstellen können als diese beiden in dieser Premiere. Und bevor wir miteinander plaudern und was das Zeug hält, würde ich sagen, machen wir erstmal Musik. So sieht's aus. The Land and the Sea. Covered in sand and scales, everyone knows your name. Nothing lasts forever, but everything stays the same. Well, I see you at the special place where the boats come in and leave, where your hair dances in the salty wind, where the sea and land meet. And the land and the sea are merry. They meet off and on by the shore. In summer they speak softly, but in winter time they roar. But in winter time they roar. Good times are remembered over one or several hills. Good times are forgotten and swept away in a year. Stones may crumble and fall away with the heave and the hold of the sea, but our love will find a shelter where the sea and land meet. And the land and the sea are merry. They meet up and on by the shore. In summer they speak softly, but in winter time they're wrong. But in winter time they're wrong. Come on, Molly. Summer, they speak softly.
they roar. Fehlt euch der Applaus eigentlich nach so einem Song? Machen wir selber. Hier muss man alles selber machen, habe ich den Eindruck. Ja. Jan, als ich das erste Mal, glaube ich, auf einer Bühne gesehen habe, ja, hattest du lange, dunkle Haare. Ja. Und jetzt hast du immer noch lange Haare. Aber grau, oder? Schon länger her, ja, ja. Das stimmt. Wie lange machst du schon Musik? 94. Das kann das nicht ausrechnen. 26 Jahre. 26 Jahre. Und du sagst, ja, die Musik, die hinterlässt Spuren, ne? Absolut, ja. Also ich meine, dass ich irgendwann angefangen habe, Musik zu machen, hat mich später dann tatsächlich zu meinem Beruf geführt, nämlich dem Musikjournalismus. Und ich bin da auch super glücklich, dass ich Musik jetzt immer noch um mich drumherum habe. Allerdings in Form von Tonträgern, die ich besprechen darf, zu denen ich recherchieren und forschen darf. Ich darf irre interessante Leute treffen in meinem Beruf. Und das Musikmachen ist, sage ich mal, zu so einer Art, ja, gepflegten Passion geworden. Also es ist ein bisschen zurückgetreten. Ich bin eben nicht mehr wie Martin Solo-selbstständiger Musiker oder Theaterschauspieler oder Grafiker, was ich alles gemacht habe, sondern ich bin jetzt wirklich so in einem Job angekommen, der mich ernährt, wo ich auch sehr dankbar jetzt gerade in diesem Moment drüber bin, dass er mich ernährt und dass ich da auch ohne Angst, zumindest was das angeht, durch die Welt gehen kann und dass die Musik da immer noch ein ganz wichtiger Punkt dabei ist. Das ist so eine Herzenssache, da bin ich irre dankbar für. Martin, bei dir ist es anders, ne? Du bist sozusagen komplett Musiker, nicht nur mit Leib und Seele wie Jan, sondern du bist jetzt auch komplett in einer Situation, die etwas schwierig ist, oder bist du sehr optimistisch, dass das bald wieder vorbei ist? An sich hat sich ja für mich nicht viel verändert, außer dass ich nicht auftreten kann. Das Ach so, klingt es. Man hat, das Musik klingt ist es, eh die brotlose Kunst, man hatte vorher schon gern Geld. Das hat sich nicht geändert, ja. Nö, zu Hause hat sich nichts geändert. Da mache ich die üblichen Tätigkeiten. Ich komme nur nicht mal an Geld, das ist richtig. Und ich weiß nicht, wann es weitergeht. Das bin ich aber nicht der Einzige, der das nicht weiß. Und hoffe, dass es bald wieder Möglichkeiten gibt. Es ist erstaunlich, dass sich so viele Musiker in dieser Zeit so kreative Formate überlegen. Jetzt, wo das Publikum fehlt bei den Live-Veranstaltungen, gibt es eben diese Streams. Aber wenn wir mal ehrlich sind, es ist zwar ganz nett, dass wir uns auf dieser Weise sehen können, aber so ein bisschen fehlt das Publikum natürlich schon. Ja. Und ja, aber es liegt immer wieder an den Musikern, das sozusagen auch zu thematisieren. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in viele Songs einfließen wird, oder? Freust du dich schon auf die nächsten Texte? Martin, freust du dich auf die nächsten Texte? Für mich ist Texten immer ein ganz großer Kampf. Weshalb ich mir auch für das letzte Album, The Land Under the Sea, Textpartner gesucht habe. Also das große Thema war ja das Land und das Meer. Und da habe ich Leute genommen aus England, aus Holland, aus Australien, die mir geholfen haben. Also ich freue mich grundsätzlich eigentlich nie wirklich aufs Texten. Aber es ist tatsächlich schon so, dass ich merke, dass ich tatsächlich ein bisschen mehr Zeit habe, meiner Passion zu frönen und da auch ein bisschen tiefer zu arbeiten, ein bisschen genauer auch zu gucken, was ich da jetzt eigentlich tue musikalisch. Also wie gesagt, immer aus meiner Position heraus, dass ich sage, ich habe einen gesicherten Job, ich habe keine Existenzängste, ist eigentlich dieses so ein bisschen Entschleunigen für mich gerade gar nicht so schlecht. Aber ich gebe es auch wirklich gerne zu. Ich habe echt und ich bin ganz froh, dass ich jetzt hier in dieser Champagneria sitze, weil ich sitze seit 2 Monaten erstmal wieder in sowas, in einer Art Kneipe. Das ist irgendwie toll. Also das ist irgendwie. Aber liebes Ordnungsamt, das ist keine Bar mehr. Es ist jetzt zurzeit nur noch ein kleines Fernsehstudio. Deswegen dürfen wir ja vielleicht trotzdem anstoßen in diesem Studio auf diesen Abend. Wir machen es aus der Distanz. Einen schönen Abend alle miteinander. Wir haben nichts vorbereitet. Wir haben uns kurz vorher überlegt, dass wir alles über Bord werfen, was wir uns eigentlich überlegt haben, und uns durch den Abend improvisieren.
Wir haben uns eine Stunde vorgenommen. Ja. Ihr werdet ein bisschen Musik machen. Klar. Ich werde euch belauschen. Wenn ich mein Handy jetzt zücken werde, dann ist es nur deswegen, weil ich diesen Link des Streams in ein paar Kanäle kopiere. Also nimmt es mir nicht übel. Ich höre trotzdem zu. Aber ich muss kurz mal das machen, weil wir sind ja hier alleine. Wir haben ja gar kein Team mehr im Hintergrund. Und ja, wir machen weiter. Mit welchem Song machen wir weiter? Der nächste Song heißt The Boat Song. Und so ein Boot, das ist für mich so ein ganz tolles Gleichnis. Auf dem Meer geht es eigentlich immer nur geradeaus. Es ist egal, wo du hinfährst, du fährst immer geradeaus, du fährst immer den Bug hinterher. Und das ist auch so ein bisschen so eine neue Lebensmaxim von mir geworden. Immer erstmal zu gucken, wo geht's lang und wo führt mich mein Bug hin, mein Bug des Lebens, wo führt er mich hin? Und davon handelt der Song so ein bisschen. The Boat Song. Es sind ganz schön viele Meerlieder heute hier. Also mehr Lieder, aber es ist ja gar nicht schlimm. Also haben ja alle auch so ein bisschen Sehnsucht nach mehr. Ich auch immer. Mehr oder weniger? Gucken wir mal, ob wir die... ja, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, keine Wortwitze zu machen. Das aber okay. War vorhin. Ja, okay, alles klar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inked in my skin with pain and swell, the bow in the wind, the needle points to north, to the fields of ice, to all man's desire. Ho, boat, brave forward, hold the course, hold the light. Ho, boat, brave forward, hold the course, hold the line, hold the line. What land will I find? On what shores I strand? Your old rotten plans will be my bed, and the storm winds of life my lullaby. Forward, hold the course, hold the line, hold boat straight forward, hold the course, hold the line, hold the line. And when I'm standing on a foreign shore, I drink a last farewell to all the times we stood together, the good, the brave, and the bad. Hold boat straight forward, hold the course, hold the line. Hold boat straight forward, hold the course, hold the line. Straight forward, hold the course, hold the line, hold boat straight forward, hold the course, hold the line, hold the line. Hoboot. Ja. Wie man immer so ein bisschen vermisst bei den ganzen Erwähnungen, bei den Musikern, die ja jetzt gerade sozusagen Probleme haben, sind auch die Musikproduzenten oder zumindest die Produzenten von Instrumenten. Absolut. Hier, der, gucke. Diese Gitarre, hast du mir eben gerade erzählt, ja, ist von Ronny Cisco hergestellt aus, genau, Magdeburg. Also mehr Magdeburg geht gar nicht. Aber das hört man auch, findest du nicht auch? Es ist eine tolle Gitarre. Ich bin Ronny Cisco auch irre dankbar, dass er sich nochmal aufgerafft hat und hat noch einmal diese Gitarre gebaut. Er hat die eigentlich angefangen für sich zu bauen, hat er mir erzählt, und hatte dann aber einfach gar keine Zeit mehr, irgendwie was zu machen. Und ich habe irgendwann den Korpus bei ihm liegen sehen und habe gesagt, Ronny, möchte ich haben. Du musst du fertig bauen. Und das hat dann tatsächlich auch fast 4 Jahre gedauert, bis sie denn fertig war. Aber ich bin irre glücklich und
ja, es führt auch so ein bisschen Tradition fort, diese Gitarre, weil die Hölzer sind aus der Werkstatt von Otto Müller, dem berühmten Gitarrenbauer hier in Magdeburg-Ottersleben. Die lagen da also rum und Ronny hat dazu sagen, denn in der zweiten Generation aus diesen Hölzern diese Gitarre gebaut. Und ja, ich bin sehr, sehr glücklich mit dieser Gitarre und ich freue mich irre. Und es ist ein Magdeburger Produkt und vielleicht kann sich Ronny ja aufraffen und noch ein paar mehr Gitarren bauen. Obwohl, eigentlich bin ich auch ganz stolz, dass ich die einzige dieser Art habe. Liebe Zuschauer an den Fernsehgeräten, wenn Ihre Kinder, wenn Ihre Enkelkinder jetzt die Zeit haben, die Sie in Zukunft wahrscheinlich nicht nochmal finden werden und unbedingt ein Musikinstrument lernen wollen, dann machen Sie doch das. Kaufen Sie einfach Ihren Kindern und Enkelkindern eine Gitarre. Achten Sie aber darauf, dass Sie das von Gitarrenbauern erwerben, die hier in Magdeburg tätig sind. Ja. Und liebe verrückte junge Menschen da draußen an den Streams, nutzt doch die Zeit. Wir können doch echt wirklich uns weiterentwickeln die ganze Zeit. Oder wann hast du angefangen zu lernen? Vor 95 hast du angefangen. Wie lange dauert das so ungefähr, um so zu spielen, wie du jetzt spielst? Also wenn man talentiert ist, geht das innerhalb von einem halben Jahr. Und wie lange brauchtest du? 25 Jahre. 25 Jahre, ja. Ja, also ich bin jetzt auch tatsächlich... Mach's mal nicht so. Man braucht immer ein bisschen Motivation, wenn man anfängt. Ja, das geht schneller. Es geht schneller. Man kann ja, es gibt ja irre gute Gitarrenschulen auch. Und ich glaube, es gibt demnächst auch wieder die Möglichkeit des Einzelunterrichtes für Musikschulen. Also die können, glaube ich, wieder unterrichten. Zumindest hat mein Sohn demnächst wieder Schlagzeugunterricht, was mich sehr freut. Einfach auch, weil ich da so ein bisschen auspowern kann. Und ein Instrument lernen ist niemals eine falsche Idee. Niemals. Es gibt, ich sage immer, wer irgendeinen Barré-Akkord übt zu Hause wie ein Berserker, geht nicht auf die Straße und haut andere Leute um. Ein Barré-Akkord, das wissen natürlich alle. Ja, das sind hier diese, wo man, also mit meinen kleinen Wurstfingern sieht das natürlich immer komisch aus, aber wo man einen Finger hier drüber und dann noch verrückte andere Sachen macht. Also da gibt es ja Leute, die machen das, also weiß ich auch nicht. Also ich komme auch ganz gut ohne Barré-Akkorde aus. Du auch, Martin, ja, du kommst auch gut ohne Barré-Akkorde aus. So ein Akkordeon, wie lange hast du daran schon geübt, dass du das jetzt so machst, wie du es spielst? Naja, wie übe ich denn daran? Also ich habe mit der Musikschule 92 begonnen, habe aber Tasten gespielt. Tasten heißt Klavier, Keyboard. Nö, ich habe nur Tastenakkordeon, also Pianoakkordeon gespielt und bin irgendwann 97, 98 auf Knöpfe umgestiegen. Und du hast da auch einen guten Überblick, wann du was drücken musst wahrscheinlich, ja? Ja, Überblick nicht mehr. Ich gucke da ja nicht mehr hin, aber der Überblick ist ja im Kopf. Also ja. Unglaublich. Schön. Wie viele Knöpfe sind denn da dran? Das sind 43 Töne. Ich weiß nicht, es sind nicht 43 Knöpfe, es sind ein paar mehr. Aber 43 Töne, die du jetzt auf der Seite hast, die jeweils sind 3 Oktaven. Ich will nichts Falsches sagen, aber irgendwie so in dem Dreh. Na, ich fand nur die Zahl. Also ich finde das so beeindruckend. Das sieht aus wie so ein... Das ist ein schönes Muster. Ja, es gibt auch Badfliesen, die so aussehen. Die will ich haben. Badfliesen, ja, genau. Meine Badfliesen, ich finde auch, gehen sowieso kaputt. Also es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Also ich finde, es sieht auch kein gut, Geld dafür. Sieht auch gut aus. Es ist ein Instrument, was einfach auch wirklich schön aussieht. Ja. Und ich finde, es klingt ja auch ganz gut. Es wird doch immer unterschätzt. Ja, so ein Akkordeon. Das ist ja mein Ersatzinstrument für einen Moment. Wenn ich zum Beispiel... Solo-Spiele benutze ich ein anderes, das gerade beim Stimmen in Berlin, denn wenn die viele Zeit jetzt einen Vorteil hat... Moment, man stimmt ein Akkordeon? Ja, das ist wie bei einer Mundharmonika auch, nur dass die noch mehr beansprucht wird. Und das ist auch nicht ganz billig. Und das ist eigentlich das Problem im Moment, aber die Zeit ist gerade da, denn das dauert auch seine Zeit. Und ich kann sonst nie mein Instrument 2 Wochen lang weggeben, ohne dass ich es brauche. So, das ist quasi das, mit dem ich viel in Bands und Kombinationen mache. Das andere hat ein bisschen mehr Volumen, Klang noch. Aber das nutzt jetzt die Zeit, um gestimmt zu werden. Und diese ganz kleinen Dinge, die Zirkusclowns immer spielen, wie heißen die? Ja, die sind wahrscheinlich diatonisch. Konzertina zum Beispiel. Konzertina heißen die, genau. Siehst du, die finde ich auch irre. Das sieht auch lustig aus. Diese Dinger verstehe ich nicht. Diatonische Instrumente. Du hast jetzt Zeit, das zu üben. Ich verstehe nicht mehr das Wort. Genau, das kommt dazu. Viel Spaß beim nächsten Song. Was hören wir? Ja, ich würde Jan mal das Mikrofon klauen, oder? Genau, wir bauen das mal nämlich ein bisschen um hier. Martin, aha. Kannst du kurz halten? Na klar, kann ich. Ich nehme nicht nur ein ganz versierter Akkordeonist, sondern schreibt. Ja, blöd nur, wenn man nicht singen kann und trotzdem schreibt. Ja, dann vorher frei. Nein.
ich versuche das mal. Meine Frau hat mich danach gefragt oder hat gesagt, warum machst du nicht das? Und irgendwie dachte ich dann, ich versuch's mal. Lange nicht geübt, außer heute. Und auf dem Instrument auch noch nie gespielt. Aber das andere sieht für den Laien genauso aus. Grün in der Ferne, wie ein Flaum hinter strohgelbem Feld. Und oben erwachen die Sterne für die langsam dunkelnde Welt. Ich wünschte, ich wär mit dir dort oben, alle Sorgen wären Meilen entfernt. Die Zeit stünde still und ich hätte, was ich will. Für mich allein. Die Bäume stehen in der Kolonne am See, der den Fröschen gefällt. Und gülden erhebt sich die Sonne für die langsam erwachende Welt. Ich wünschte, ich wär mit dir dort oben und der Blick auf die Welt distanziert. Jede Angst, die besteht, wär im Nu obsolet und wir wären frei. Die Zeit stünde still und ich hätte, was ich will, für mich allein. Na, fit. Also ein Akkordeon macht immer gleich eine schöne Stimmung, oder? Es ist nett. Man hört es selten. Also ich höre es selten, aber ich finde es immer wieder schön, wenn ich es höre. Es ist so eine, so eine Grundmelancholie drin, die ich sehr mag. So, die spiegelt immer so ein bisschen meine Seele wieder. Und das gefällt mir an dem Instrument. Man kann Dramatik erzeugen. Irgendwie. Und was Leichtes? Ja. Einmal frei. Nicht schlecht. Das war ja aber nicht von mir. Es war Mathilda. Mathilda. Genau. Tatsächlich mag ich das Akkordeon auch sehr. Es ist natürlich... Nicht von Ronny Cisco. Nee, es ist nicht von Ronny Cisco, aber vielleicht fängt er auch noch an, Akkordeon zu bauen irgendwann. Nee, aber das ist auch ein Instrument, weil du sagst, so Sehnsucht und Melancholie. Und es hat, ist auch belegt so mit bestimmten Klischees, also Wasser. Also ich habe da immer das Meer irgendwie. Und das ist auch einer der Gründe, warum Martin auch auf der Platte mehrere Titel mit eingespielt hat, wofür ich ihm immer noch sehr dankbar bin. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? So richtig bei einer der Tribute-Nächte, oder? Also ich kannte deinen Namen vor, Lindenberg, ja. Als ich mit Jimmy da... Ja, genau. Jimmy Decker auf... Apropos Songtage. Genau. Oder möchtest du die Geschichte weiter erzählen, wie ihr euch das erste Mal, was hast du denn gedacht, als du den Martin Müller das erste Mal gesehen hast? Mal ehrlich. ganz ehrlich? Das ist schon, Martin ist schon ein ganz eigener Charakter. Machen wir uns mal nichts vor. Das darf man sagen. Das darf man sagen.
Das war auch eine verrückte Kombination, Martin Müller und Jimmy Decker zusammen mit Lindenberg-Songs auf dem Spendenabend der sogenannten Tribute Night der Magdeburger Songtage zu erleben. Das war schon, ich weiß nicht mehr, welche Titel ihr gespielt habt, ist letztendlich auch egal. Und das ist immer auch ein tolles Fest, diese Tribute-Nächte bei den Songtagen, wo eben ganz viele Magdeburger Musiker zusammenkommen, sich unter ein Thema stellen und Songs von Künstlern interpretieren. Also an dem Abend war das halt Udo Lindenberg, wir hatten Depeche Mode, wir hatten Johnny Cash, wir hatten Bruce Springsteen im letzten Jahr, war fantastisch. Und alle kommen zusammen und das ist immer ein super Haufen und spielen sozusagen für eine soziale Einrichtung, für einen sozialen Zweck. Und wir haben wirklich schon für ganz, ganz viele Sachen gespendet. Und das muss man auch sagen, auch als Verein, der selber nicht wirklich viel Geld hat, der Songtage e.V., aber haben wir gesagt, wir müssen da auch was zurückgeben in die Stadt. Also wir kriegen ein bisschen was, also müssen wir auch ein bisschen was zurückgeben. Und wirklich von der abgebrannten Karnickelbude an der Diplomüde bis hin zum Kinderhospiz war schon alles dabei. Und da kommt auch immer, letztes Jahr war es ein Gospelchor, dem wir Geld gespendet haben, weil wir gesagt haben, Musiker helfen Musikern. Und die kamen dann auch, sind in den Songtagen gestanden, 40 Leute auf der Bühne und haben Gospels gesungen, Bruce Springsteen. Songs in Gospelform, es war irre. Und ich, ja, da habe ich Martin kennengelernt. Und das ist auch, das ist witzig, weil die Songtage finden dieses Jahr nicht statt. Das ist jetzt sozusagen amtlich. Also wir werden das nicht machen. Warum, wieso, kann man denn sicherlich alles auf unserer Seite nachlesen. Und sich denken auch ein bisschen. Ja, es wäre für uns nicht das Festival, was wir uns, es wäre nicht das Fest, was wir uns wünschen. Und wir machen es dann lieber im nächsten Jahr und dafür doppelt so lang und doppelt so hell und laut und bunt und krachig und wie auch immer. Und ja, diese Tribute-Nächte waren quasi auch so ein bisschen, so, diesen Gedanken fand ich wieder bei diesen ganzen Musikerprojekten, die jetzt hier in Stadt Magdeburg stattfinden. Also einmal von Martin Rühmann, dieses Alle auf die Farben, auf die Liebe, dieses Lied, wo ganz viele Leute mitgemacht haben. Dann die wunderbare Idee von den Q-Pock-Leuten, die diesen Coldplay-Song Everything's Not Lost gecovert haben und ganz viele Musiker gefragt haben, ob sie da mitmachen wollen. Und auch mich gefragt haben, und mich hat das doppelt hart getroffen, weil ich hasse Coldplay. Wirklich, richtig abgrundtief. Und aber ich musste mich eines besser belehren lassen. Das ist ein toller Song und es hat Spaß gemacht. Und so wie die den auch arrangiert haben, war das auch toll. Und ich habe ja, bin ja auch kein großer Freund des Saxophons. Und aber direkt bevor ich mit meiner, ja, bevor ich mit meiner Mundharmonika in den Song einsteige, spielt Frank Schöpke allerdings ein ganz, ganz wunderbares Saxophon-Solo. Und ich bin jetzt versöhnt. Ich bin mit Coldplay versöhnt und ich bin mit Saxophonen versöhnt. Und das alles nur wegen der Songtage. Das ist ja unglaublich. Das alles nur wegen der Songtage und alles nur wegen dieser Idee, die Q-Bock hatten, über die Corona-Zeit hinweg Magdeburger Musiker zusammenzubringen. Es gibt ja kaum noch jemanden, der die Songtage eigentlich nicht kennt in Magdeburg. Ne? Aber wenn du jemanden die Songtage erklären müsstest, was wäre das? Wie würdest du es machen? Also ursprünglich gab es mal eine Unterzeile, die hieß Deshalb haben wir es weggelassen, weil es zu schwierig war. Festival für intelligente Musik, Wort- und Wortkunst hieß es eigentlich mal. Und unsere Idee war immer, Künstler einzuladen, die wir sind alles Musiker, mehr oder weniger in dem Verein, aber eben auch, ist ein Lokführer dabei, ist eine Juristin dabei, eine Apothekerin, also sowas, ein Sparkassenangestellter, und aber alles Musik-Nerds, Musikliebhaber. Und wir haben gesagt, wir möchten nur die Künstler bei uns. Habt ihr auch Sänger, oder? Nee. Ja, okay. Ich dachte, wir machen keine Wortwitze. Ach so, stimmt, ja. Ah, nee, es war auch ein Musikerwitz und kein Wortwitz. Okay, alles klar. Musiker an der Bar vorbei. Genau. Und da haben wir, so ist dieses Festival entstanden, dass wir irgendwann die Künstler zu uns eingeladen haben, auf die wir Lust hatten. Und das haben wir über Jahre lang, über einen sehr langen Zeitraum gemacht, immer März bis Mai an unterschiedlichen Orten. Da war auch so die Netzwerkidee eine ganz starke, dass wir gesagt haben, wir wollen also auch die Clubs untereinander in ein Gespräch bringen, in einen Dialog bringen. Das hat dann irgendwann funktioniert, die reden jetzt alle miteinander, die sind auch alle gut etabliert und der Moritzhof war von Anfang an dabei. Die Feuerwache, dort ist es entstanden, war von Anfang an dabei, das Volksbad Bugau. Ja, und viele andere eben auch. Und wir sind immer auch an so kaputte Orte gegangen. Eine Schnapsapfelanlage zum Beispiel, da haben wir mal ein Jim Morrison-Programm gemacht. Oder eine olle Gartenkneipe, da haben wir ein Bukowski-Programm gemacht und so weiter. Eine Friedhofskapelle. Und
Und jetzt sind die Songtage tatsächlich, nachdem die Aufgabe erfüllt war, die Clubs miteinander in den Dialog zu bringen, auch diesen toten Frühling, es gab immer so einen toten Frühling in Anfang der 2000er Jahre, Kulturtod, das gibt es auch nicht mehr. Haben wir gesagt, jetzt machen wir ein richtiges Open Air. Wir machen jetzt ein Open Air Festival. 3 Tage lang Halligalli. Aber mit dem gleichen künstlerischen Anspruch. Mit dem gleichen kuratorischen Anspruch. Und das machen wir jetzt seit 4 Jahren. Das wäre dieses Jahr das 4. Jahr gewesen am Wasserturm. In Salbke. In Salbke. Das ist eine wunderschöne Location. Ein absolut auch unterstützenswerter Verein, die sich da echt kümmern, die da was aufgebaut haben, wirklich in der kulturellen Diaspora. Muss man ja echt sagen, Südost, da ist ja außer das Gröninger Bad sonst die Welt zu Ende. Die Welt zu Ende. Und die sorgen dafür viel Leben. Und dort feiern wir eigentlich jedes Jahr im Juni und dies Jahr nicht. Und das ist aber gar nicht schlimm. Weil also ich finde es traurig. Ja, aber es wäre kein Feiern geworden, Martin. Es wäre irgendwas unter geworden. Den Voraussetzungen. Das ist richtig. Und jetzt dafür nächstes Jahr dann. Zack. Und damit das nächstes Jahr möglich ist und damit wir die Musik und die Kultur und unser öffentliches Leben so erhalten können, wie wir es doch eigentlich gewohnt sind, können Sie sich zu Hause und ihr da zu Hause im Stream beteiligen, wenn ihr Lust habt. Wenn ihr denkt, ihr könnt ein paar Euro spenden, dann tut das. Wir wollen euch nicht davon abhalten. Es gibt einen Link, der heißt www.99funken.de/gemeinsam-für-magdeburg. Das ist eine Crowdfunding-Plattform der Sparkassen. Und dort könnt ihr gerne euer Geld loswerden, wenn ihr möchtet. Wenn ihr das Gefühl habt, auf dem Weg zum Supermarkt verliert ihr 10 Euro und die fehlen euch am Ende des Monats nicht unbedingt oder die merkt ihr gar nicht, dann nimmt doch diese 10 Euro einfach und probiert mal diesen Link aus. Ich weiß nicht genau, ob es wirklich funktioniert. Ihr müsst es wirklich mal testen, ob das wirklich auch so funktioniert. Ihr könnt das ja mal während des nächsten Songs überlegen, mit einem und mit zwei Ohren hinhören und auf der Tastatur schon mal www.99funken.de/gemeinsam-für-magdeburg eintippen und mal sehen, was passiert. Viel Spaß. Na, das mit dem Spenden kann man mehrfach testen, einfach. Ja, wenn es beim ersten Mal nicht funktioniert oder wenn der Betrag zu hoch war beim ersten Mal, dann macht man das beim zweiten Mal. Wenn man sich schämt für den ersten Betrag, dann kann man den zweiten und dritten Mal machen. Wir sind da nicht so. Wir würden jetzt tatsächlich mal einen alten Folk-Blues-Song spielen. Goodnight, Irene. Irene, Goodnight. Für meinen alten Kumpel Country Rudi, der uns letztes Jahr, ist an einen besseren Bluesplatz gegangen, sagen wir es mal so. Irene, Goodnight. Irene, good night. Good night, Irene, good night, Irene. I see you in my dreams. Last Saturday I got married. Me and my wife settled down. Well, me and my wife, we are parted. I'm gonna take a stroll downtown. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, good night, Irene. I see you in my dreams. Go on, Martin. Sometimes I live in the country. Sometimes I live in the town. Sometimes I take great notion and jump into the river and drown. Here we go now, right. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, good night, Irene. I see you in my dreams. And stop rambling, stop your gambling.
Stop staying out late at night. Go home to your wife and your family and take another far side right. Here we go now. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I see you in my dream. One more time. Hey, Bob. Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I see you in my dream. Good night. Wie wichtig ist euch Publikum? Sehr wichtig! Dazu kann ich mal eine kleine Geschichte erzählen. Ich habe ja jetzt schon seit geraumer Zeit nicht mehr vor Publikum spielen dürfen. Und habe vor 2 Wochen, ich wohne nicht mit meiner Freundin zusammen, aber sind natürlich ab und zu mal bei uns gegenseitig. Und was sie nicht wusste, als sie auf dem Weg zu mir war, dass ich vorbereitet hatte, für sie zu spielen. Und habe das dann auch getan, wie so ein kleines Konzert. Und es gab Applaus und Jubel. Und es war total befreiend, weil es einfach, wie hier eben, nur dass Menschen da sind. In dem Fall war es nur sie und ich und es gab Applaus, es war für mich toll, da habe ich mal wieder gemerkt, dass ich das mache, was ich kann und was ich will. Und ich glaube, uns geht das wirklich so. Ne? Also auch diejenigen, die Musik und Kunst konsumieren und sich den Abend versüßen lassen mit so einer Musik. Und wenn man mitkriegt, wie jetzt, dass es einfach nicht mehr möglich ist, dass man das einfach nicht mehr in der Form live erleben kann, dann merkt man echt, was einem fehlt. So, ja? Ein paar Wochen geht das ja noch ganz gut, aber irgendwann sagt man sich, jetzt reicht's langsam. Es nervt. Ja, ja. Sind ja nicht systemrelevant. Naja, das ist, was heißt nicht systemrelevant? Also ich will das ja auch alles gar nicht so schwer machen. Also ich kann es nur noch mal sagen, was ich vorhin gesagt habe. Natürlich fehlt mir auch Kunst und Kultur. Natürlich fehlt mir das, in einem Club zu stehen, wo es ein bisschen schwitzig ist und wo die Leute irgendwie aneinander kuscheln. Das sind ja alles Vorstellungen, die momentan gar nicht gehen. Man kann sich das ja gar nicht vorstellen, dass man eng gedrängt irgendwo steht. Ja, da werden ja alle verrückt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mir das zurzeit auch nicht vorstellen. Also, weil ich da schon glaube, dass das, was so tendenziell getan wird, grundsätzlich richtig ist. So, da haben wir das auch abgehakt. Aber ja, Publikum ist irre wichtig. Und dieses hinterher, wenn jemand kommt und sagt, Mensch, du, das hat mich irgendwie berührt und oder der Song hat mir gefallen oder das war eine witzige Geschichte, die du erzählt hast oder was auch immer. Mein Gott, was kann man denn als Künstler Besseres geben als genau das? Das Gefühl, dass man irgendjemand erreicht hat, das ist doch großartig. Ich bin da jedes Mal wirklich irre, irre dankbar für, weil das ist keine Selbstverständlichkeit. Es rennen so viele Menschen durch die Gegend, die anderen Menschen nichts geben, weil sie das nicht können oder vielleicht auch gar nicht wollen. Das ist ja auch so eine Sache. Und darum habe ich immer gesagt, also ja, Musik ist nicht mehr mein Lebenserhalt oder damit verdiene ich nicht mehr mein Lebensunterhalt, aber es muss immer da sein. Und wenn das mal irgendwann nicht mehr da ist, dann wäre ich irre. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich bin auch wirklich dankbar für die Einladung, dass wir jetzt hier sein können und mit dir reden können. Das macht einfach auch Spaß. Liebes Publikum, ihr fehlt uns. Und wenn euch auch die Musik und die Kunst fehlt, dann zeigt uns das doch einfach mit einer kleinen Spende. Ich weiß, es klingt so ein bisschen wie so ein Verkaufsfernsehen heute, das mache ich eigentlich also, total nur selber. Ganz bisschen. Aber wir machen es ja für einen guten Zweck. Wir sind ja alle in der Lage vielleicht, uns zu beteiligen in irgendeiner Art und Weise. Ihr verzückt uns heute Abend sozusagen mit dem, was ihr so jeden Tag tut. Und wir können einfach sagen, ja komm,
Wir probieren nochmal diese Webseite aus, 99funken.de, gemeinsam für Magdeburg, und gucken, ob es funktioniert. So. Die Leute sitzen sicher auch zu Hause und applaudieren, wir können das nur nicht hören. Doch, das hören wir doch ein bisschen gedanklich, ja, fühlt man das schon so ein bisschen mit. Man kriegt ja auch so ein paar in den Streams so ein paar Reaktionen. Das ist schon schön zu sehen, ja. Wir haben jetzt noch 20 Minuten, was machen wir in der Zeit? Kann man denn da sehen, wie viele Leute in diesem Stream sind? Unglaublich viele, das ist unglaublich. Es passen fast gar keine Leute mehr rein. Passen keine Leute mehr in den Stream. Deswegen, ja. Das muss immer mal jemand wieder Platz machen und dann kann der nächste reinkommen. So ist es, glaube ich, so. Genau. Ja. Ja, Musik können wir zum Beispiel noch. Wir könnten noch ein bisschen Musik machen, ja. Ja. Worauf habt ihr Lust? Ich hätte Lust auf ein Solostück von Martin. Aha. Nicht weil, ich faul bin, sondern weil ich das. Weil es einfach so schön ist. Hätte ich Lust auf Standard Jazz. Dann mach Standard Jazz. Da darf ich mal hingehen, ja? Ja, du darfst. Das war ein Song, da hat mich mein Gesangslehrer mit in den Wahnsinn getrieben. Ich habe dieses Lied wirklich gehasst zum Schluss. Ich habe es wirklich abgrundtief gehasst. Aber das fand ich toll. Das ich war denke bei diesem Lied immer an Thilo Wübbenhorst. Viele Grüße an Thilo Wübbenhorst. Ja. Oh, wir waren fast mal Kollegen. Rettungsschwimmerkollegen. Rettungsschwimmerkollegen? Jetzt wird es interessant. Du willst mir erzählen, dass du Rettungsschwimmer warst? Ja, tatsächlich. Damit habe ich irgendwie mein Geld verdient, als ich irgendwie noch studiert habe damals. Ja. Und ich glaube, Thilo Wübbenhorst, da gibt es eine schöne Geschichte. Thilo, die muss ich jetzt mal kurz erzählen. Wir haben eine Sprechanlage am Badeballsee gehabt, die war unglaublich laut. Also wirklich, wir hatten mal irgendwann so eine Fernsehgartenaufzeichnung da und dieser Typ, der mal ein Taxi nach Paris gesungen hat, hat hinter dem Tor seinen Wohnwagen aufgestellt und war so arrogant, wie man sich so einen komischen Fernsehgarten-Künstler vorstellt. Ich hoffe, ich trete jetzt keinem zu nahe.
Nee, ich glaube, als die Aufzeichnung, als diese Aufzeichnung begonnen hat, hat irgendwer von uns, glaube ich, die aktuellen Wasser- und Lufttemperaturen durchgegeben. Aber das war nicht Tilo Wippenhaus. Tilo Wippenhaus hat irgendwann mal nachts um Mitternacht irgendwie angefangen zu singen. Über die Sprechanlage des Rettungsraums. Herrlich. Also alle Dauercamper waren wach und total begeistert. Und er war, ich glaube, nächsten Tag nicht mehr im Dienst. Aber die Geschichten hatten überlebt, ja. Und ihr kennt ihn auch, sehr witzig, die Magdeburger. Ja, so, das ist doch sowieso das Schöne an Magdeburg, dass du, viele können sich ja eigentlich nicht leihen und dann stellen sie fest, dass sich eigentlich doch alle ganz doll leihen also können, die Musiker untereinander, ja, und dann, echt? Ja, ich finde schon, dass das, die können es nicht so richtig zeigen. Die können es nicht so richtig zeigen und dann hast du diese ganzen Open Mic Nights, diese ganzen Session-Runden, im Nachdenker, im Brukau, im Höfertz, Nachbarschaftsbar und hier im Flower Power. Und du siehst Festung Mark, und du siehst natürlich immer irgendwie die gleichen Leute da so rumzirkulieren und eigentlich hörst du auch immer die gleichen Songs und eigentlich ist es auch irgendwann ja Zeit, was Neues zu tun. Und dann kommen auch immer wieder neue Musiker. Das finde ich auch ganz erstaunlich, dass immer wieder junge Menschen dazukommen, die dann auch sofort einverleibt werden. Sagen, ah, du singst super, also du singst jetzt bei mir in der Band oder du spielst super Gitarre, komm ran hier, zacke, bumm. Und das fehlt mir auch. Und ich war zum Schluss wirklich so im Nachdenker. Ich bei den Open Mic Nights dachte ich immer so, ach, nee, komm, nee. Und ich ärgere mich wirklich, dass ich zur letzten, die noch stattgefunden hat, nicht hingegangen bin. Und ich hätte gern mal wieder mit den ganzen Verrückten da irgendwie die ganzen alten Kamellen runtergeorgelt. Wird kommen, wird wieder kommen, wird spannend werden. Und ich bin mal gespannt, ob dann neue Songs kommen oder ob immer noch die gleichen alten Songs kommen. Dann hat man ja die alten lange nicht gehört. Also es wäre deine Chance gewesen, da nochmal hinzugehen. Dann hättest du vielleicht noch jemanden kennengelernt, mit dem du heute hier an meiner Stelle jetzt sitzen könntest. Ja, jetzt muss ich halt dich nehmen, das ist okay, ja. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Zweite Wahl. Nein, das ist überhaupt nicht zweite Wahl. Dritte. Das ist das Schöne an den Songs auch, an diesen Holzgitarren-Songs. Sie lassen sehr viel Raum für Begleitinstrumente. Geht auch super mit Klavier, geht super mit Akkordeon, geht super mit einer zweiten Gitarre. Und mit also, Band? Also mit Band geht's auch, alles klasse. Aber so eine Open Mic Night, das wäre es jetzt mal wieder. Gibt es etwas Schöneres als Sehnsucht? Das ist ein Buchtitel, den ich gerade lese über die Enkel von den Mendelssohns. Du liest nur den Titel? Ich lese nur den Titel und das Buch dazu. Und wenn Sie auch Sehnsucht haben nach endlich mal wieder Live-Veranstaltungen, nach Musik, nach Kunst und so weiter, dann, Sie wissen ja, 99 Funken. Ach so, übrigens, für die Fernsehzuschauer unter uns, es gibt auch eine IBAN-Nummer. Wie kriegen wir die eingeblendet, Regie? Kriegt ihr das hin? Bestimmt irgendwie. Nee, kriegen Sie nicht hin, das ist egal. Aber Sie können ja googeln, gemeinsam für Magdeburg und in den Streams ist dieser Link www.99funken.de gemeinsam für Magdeburg immer noch aktiv. Und wenn das Konto nicht ausreichen sollte mit Ihren Spenden, machen wir ein neues auf. Überhaupt kein Problem. Ja. Und mehrfach Nutzungen sind möglich. Wenn ich Sie jetzt langsam nerve mit diesen Aufrufen, tut es mir leid, aber komm, muss sein. Es ist ja für eine gute Sache. Ne? Es ist für eine gute Sache, ja, auf alle Fälle. Und man kann ja auch nur hoffen, dass wenn denn irgendwann die Türen alle wieder aufgehen, dass auch noch die richtigen Leute dahinter stehen. Weißt du, also, dass du sozusagen in den Nachdenker kommst und da sind wirklich noch die Nachdenker-Leute drin. Oder gehst du Hengstmanns und da sitzen wirklich noch die Hengstmänner, nicht irgendwer anders. Also, es wird auch spannend. Vielleicht sehen die dann auch alle anders aus und man erkennt die gar nicht mehr. Weiß man auch nicht. Die haben alle eine Maske auf. Die sehen alle gleich aus. Naja, nee, wenn es dann wieder losgeht, haben die keine Maske auf, Martin. Das ist jetzt so, wenn es wieder losgeht. Ja, es wird ja wahrscheinlich langsam. Das ist Kaffeesatzleserei, loskommen lassen. Eingeblendet sozusagen. Lass uns noch ein Lied spielen. Lass uns noch ein Lied spielen. Welches denn? Wollen wir noch ein Lied spielen? Ja, klar. Auf jeden Fall. Oh, Little Darling. Wir haben nämlich noch. Von meinem Freund JC Grimshaw. Rechnen, 12 Minuten. Von meinem Freund JC Grimshaw von der Isle of Wight. Hat er mir geschrieben für das Album The Land and the Sea. Und das ist jetzt tatsächlich mal eine Premiere, nur mit Akkordeon und Gitarre, oder? Ja, ich habe das Lied auch eben, als wir es kurz ausprobiert haben, zum ersten Mal gespielt. Ja. Aber genau. Schon vorher gehört. Auf der CD. Oh, little darling, how do we miss the sun?
Was it hiding behind the great cloud? Did we just catch it on the run? I could sing you a song about happiness and fun. Oh, pretty darling, oh, we miss the sun. Oh, little darling, how'd we miss the rain? I hear it banging at the windows, but I'm sure it'll come again. I could sing you a song about love and pain. Oh, pretty darling, out we miss the rain. Oh, little darling, how we miss the stars that bring the lights to heaven. We're just blinded by the cost. I could sing you a song about cigarettes and bars. Oh, little darling, how we miss the stars. Oh, little darling, how we miss the moon. It's been in the sky forever, but still it came and went too soon. I could sing you a song with a sentimental tune. Oh, pretty darling, how we miss the moon. Last one. Oh, little darling, I'm the shadow of my youth. While searching for the rainbows, and it's kind of finished with the little proof. I could sing you a song, I could sing you the truth. Oh, little darling, I'm the shadow of the youth. Über die Sachen, die wir vermissen. Die Sonne, den Regen, die Sterne. Das Publikum. Das Publikum, genau. Die Jugend. Die Jugend vermisst ihr auch. Hallo Publikum. Ja, klar, ich vermisse die Jugend schon, klar. Also ich bin froh, dass deine eigene jetzt, oder? Naja, das ist ja dieses Ding, dieses Zeitreiseding. Das kann ja keiner irgendwie. Also das Publikum kriegst du zurück, die Jugend nicht. Das sagst du. Wenn du so weitermachst, kriegst du gar kein Publikum zurück. Das ist meine Hoffnung. Ja, natürlich. Das ich Publikum will doch mal positiv sein. Ja, Jugend zurückbekommen wäre schon nicht das Schlechteste. Mal zumindest gucken, wie man bestimmte Sachen anders machen würde, wenn man vielleicht mal wieder 25 oder 26 wäre. Aber dann hat man ja diese Schmetterlingsflügelschlagnummer möglicherweise. Nee, du musst die Altersweisheit beibehalten. Das ist der Wunsch aller, dass man so weise ist, wie man jetzt ist, und aber jünger. Ja. Das ist. Aber wie wirkst du denn dann, wenn du so altersweise bist? Altklug, stimmt, da wirkst du altklug. Das ist auch voll doof. Da hat man bestimmt keine Freunde. Nicht authentisch rüber. Nee, altkluge Kinder sind was ganz Furchtbares. Aber sag mal, Martin, wenn du deinen Urenkelkindern später von dieser Zeit das erzählen. Ich nicht mehr, Urenkel. Doch. Wenn du denen später mal erzählen würdest von der Zeit heute, was würdest du ihnen gern sagen? Welche Geschichte würdest du gern erzählen? Ich schreibe ja generell viele Geschichten auch auf. Auch Dinge, die mir so alltäglich passieren manchmal. Du hast ja auch Bücher rausgebracht schon, ne? Ja, ich habe mal in der Auflage 25 Stück ein Buch. Komm, du hast ein Buch veröffentlicht. Ja. Das ist auch schön, aber was steht denn in diesem Buch drin später?
Was steht in diesem Buch? Was möchte ich meinen Nachkommen sagen? Die werden mich, also sagen wir mal so, wenn sie irgendwann dieses Buch oder diese Bücher, in denen ich heutzutage, ich schreibe ja von Hand noch, ich schreibe da von Hand rein, ich digitalisiere das später auch, aber wenn man diese Bücher irgendwann mal findet, mein Enkel oder wie auch immer, dann findet man da einiges drin. Ja, man sollte einfach drinnen lesen. Ich weiß nicht, was ich... Jetzt über die Zeit, was würdest du denn reinschreiben? Über diese Zeit, soll ich Scheiße sagen? Sagt man nicht im Fernsehen, habe ich mal... Ja, oder? Deshalb, ich weiß nicht, ich möchte, dass die Zeit vorbei ist. Ich weiß auch nicht, ob man daraus was lernen kann. Ich würde mir wünschen, dass man daraus was lernen kann. Es ist vielleicht schon die eine oder andere Sache entstanden, weil ich einfach mehr Zeit hatte, Dinge zu schreiben, und das habe ich auch getan. Ich habe gerade einen Text fertig bekommen, der ist eher so für Kinder gedacht und heißt Emil träumt vom Meer. Das sind quasi drei Gedichte, die Träume sind, mit zwei kurzen Intermezzi. Ist das die Mehrzahl vielleicht? Ich vermute das. Die in der realen Welt stattfinden, aber im Prinzip ist das ein Triptychon von Gedichten. Und vielleicht ist das auch was man der Nachwelt, das ist nichts Reales, aber das ist Fantasie, die man der Nachwelt irgendwie so meinen Enkeln mitteilen könnte. Und das sind Dinge, die heutzutage entstanden sind. Vielleicht, also es wäre möglicherweise wann anders fertig geworden, wenn nicht jetzt in der Zeit, in der ich mehr Zeit habe zu schreiben. Es wäre möglicherweise wann anders fertig geworden, aber ich bin mir sicher, dass es nicht dasselbe geworden wäre, auch wenn es mit dem Thema jetzt gar nichts zu tun hat, inhaltlich. Ich finde es schön, wenn wir sagen könnten, wisst ihr noch damals... Nee, ihr könnt es ja gar nicht wissen, ihr habt da damals noch nicht gelebt. Aber damals, als wir in dieser Zeit, Corona nannte man sie, gefangen waren, gab es so eine unglaubliche Solidarität unter uns Menschen. Und die hat uns befähigt, so viel in Gang zu setzen, dass wir davon jetzt immer noch profitieren. Dieser Zusammenhalt dieser Menschen heute in dieser Zeit, ich finde, das ist schon irgendwie so ein bisschen spürbar. Und das müssen wir jetzt nur noch auf dieser Webseite www.99funken.de/gemeinsam-für-Magdeburg sehen wahrnehmen. Ich muss noch ein bisschen an diesen Aufrufen üben, aber wir haben ja noch 5 Abende Zeit. Genau. Ich kann das sozusagen noch optimieren und ihr könnt mir dabei zuschauen. Es sind auch tatsächlich gerade die privaten Leute, die die Kultur hier retten. Tatsächlich, es ist so. Es sind diese einzelnen Menschen. Das möchte ich nochmal gesagt haben. Es sind die einzelnen Menschen. Ja, genau. Jeder Einzelne ist sozusagen, der es sozusagen in der Hand hat, ja. Naja, was eben auch durch solche Formate hier stattfindet oder durch alle anderen Aktionen, ob das nur der Song ist, Die Welt steht still oder Martin Rühmanns Lied oder diese Q-Bock-Aktion, was tatsächlich überbleibt, ist, dass eben auch Kunst entstanden ist in dieser Zeit unter diesen Bedingungen, die wahrlich wirklich schwierige sind, die aber so was ganz nach vorne gerichtetes hat, so was ganz Positives. Und das finde ich ja gut, dass die Kunstszene ja schon am Kämpfen ist und am Strampeln ist und sich auch wirklich abmühen muss, gerade die freie Szene. Von den anderen reden wir jetzt nicht, aber die freie Szene muss schon ran jetzt. Aber alles, was entsteht, hat so was nach vorne gewandt. Also ich habe noch nicht ein einziges, wirklich total todtrauriges Corona-Lied gehört. Also die haben alle irgendwo was, ja, es geht weiter, es geht nach vorne. Und man muss jetzt aufpassen, dass sich bestimmte Sachen nicht möglicherweise totlaufen. Ich habe die erste Schreckensmeldung war heute, Max Giesinger geht auf Autokino-Tournee. Da kriege ich Angst natürlich. Das ist ganz klar. Das muss nicht sein. Also, aber ja, das ist doch auch witzig, wie wir hier alle zusammensitzen und versuchen, uns irgendwie durchzuwurschteln. Und wir machen es gar nicht so schlecht. Und wir werden immer besser. Ja. Und zum Abschluss wäre es doch ganz gut. Wir leben ja zumindest. Natürlich. Ja, ich finde, das muss man auch nochmal einem bewusst machen, ne? Okay. Abschlusssong. Ja, ein von Woody Guthrie. Das ist ein Typ, den ich sehr verehre, ein Künstler, den ich sehr verehre. Den auch mein guter Freund Wolfgang Heckmann sehr verehrt hat. Und einer der letzten großen Reisen, die Wolfgang gemacht hat, war eben in die USA. Und er hat mir aus dem Woody Guthrie Center ein Plektrum mitgebracht und wollte mir das nur überreichen. Dazu ist es leider nicht mehr gekommen, aber Hecki, komm für dich, Woody Guthrie.
It's a mighty hard road that my poor hands have hold. My poor feet have traveled a hard, dusty road. Out of your dust bowl, westward we roll. And if your deserts were hot and your mountains were cold, I worked in your orchards of peaches and prunes. I slept on the ground in the light of the moon. On the edge of the city, you see Lassen's End. We come with the dust and we go with the wind. California, Arizona, I harvest your crops. Well, it's north up to Oregon to gather your hops. Dig the beets from your ground, cut the grapes from your vine. To set on your table your light sparkling wine. Am accordion, Martin Müller. Buchen Sie diesen Mann. Patience of plenty from dry desert ground. From the Grand Coulee Dam where the water runs down. Every state in the Union as migrants have been. Well, we work till we fight, and we fight till we win. It's always we ramble that river and I. All along your green valley, I work till I die. My land I'll define with my life it'd be. Cause my patience of plenty must always be free. What do you got for you?